Liebe Gamer, ich bin Marcel, mache hier um Far Cry 6 in der PS5, mache hier Top Mission weiter, die Löwengrube. Los geht's. Das ist schön hergeleitet. Was für eine Aussicht. Leider versaut das Kapitol Esperanza. Dieser Einsatz mit Junas annimmst, wird das Konsequenzen haben. Ihn nicht verlassen können, bis die Mission abgeschlossen ist. Eine Einbahnstraße, okay. Da kommt mir akzeptieren. Juan, was verdammt machen wir hier? Unter der Laterne ist es am dunkelsten. Was? Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht gehen. Ich habe es ihr gesagt. Wen meinst du, Clara? Juan, was ist los? Er hat sie, Danny. Er hat sie geschnappt. Clara. Castillo wollte reden. Nur die beiden. Er meinte, der Krieg wäre vorbei. Libertad hätte gewonnen und er würde nur nach einem Ausstieg suchen. Damit hat er sie gekriegt. Und kaum waren wir an der Küste, griffen Castillos Hunde unseren Konvoi an. Scheiße, was jetzt? Wir beide greifen El Presidentes Privatinsel an. Bitte, hilf mir! Was Lass ist das? Mich raus! Die Tschetschenen nennen es Elefant. Schneid den Schlauch durch und sie verraten ihre Mutter. Dann erzählen sie dir, was du willst. Welche Größe hast du? Supremo an oder aus? Wir gehen leise rein. Jeder Soldat auf der Insel wurde von Castillo rekrutiert. Also bleib auf Abstand. Das sind Elite-Killer. Verstehst du das? Ich bin bereit. Ich suche eine Scharfschützenstellung. Du gehst zum Haus. Ich schätze, die Familie sitzt gerade beim Abendessen. Was? Okay. Flugzeuge sind nicht verfügbar. Okay, schade. Fallschirm, Windzug und stehen im Moment nicht zur Verfügung. So schade. Ihr geht's schon gut. Sicher geht's ihr gut. Ich weiß nicht, ich fange noch ein Wort, das will ich. Juan, ich kann Antons Haus sehen. Okay, bin in Position. Du musst über die Mauer und zwar ohne erwischt zu werden. Du bist ein Panther, Danny. Niemand kann dir was anhaben. Hast du auch hilfreiche Tipps? Die Tore werden vermutlich verschlossen sein. Finde den Schlüssel, Danny. Als wärst du sowas wie ein Metalldetektor. Swert. Mierda! Bla. Danny, weißt du nicht, wie man eine verdammte Leiche versteckt? Wovon redest du denn? Castillos Wachschutz hat einen Kadaver gefunden. Die sind jetzt alarmiert. Hey, er war nicht mehr erledigt. Scheiße. Eine Bock. Ich kann gar nicht hier, ich gar nicht, bin ja gar noch nicht mit denen gesehen. Komm, zeig dich! Thank you.
Genau der Schlüssel, den ich gesucht habe. Adios, Verstärkung. Eine private Villa ohne fette Mauer? Nein, sowas gibt's natürlich nicht. Hey du, geh einfach weiter. Du bist eine Schande, Chris. Hey, ich suche mir den... Ich da einen Verstecker halt. Versucht doch, Verstärkung zu rufen. Oh.
Na toll. Ich kann nicht vorher. Probleme da reinzukommen. Lass die Piña Colada stehen und komm her, verdammt! Ah, da kommen wir so drüber. Juan, ich bin drin. Verstanden, Danny. Legen wir los. Er weiß, was Castillo gerade mit Clara anstellt. Ganz ruhig, dieses Gelände wird von Antons Elite-Killern überwacht. Vergiss das nicht. Deine Uniform ist hier nutzlos. Und wenn du entdeckt wirst, ist Clara tot. Scheiße, richtig. Cool bleiben, Danny. Ich halte dir den Rücken frei. Okay. Zur Hölle bist du. Den kriege ich nicht klein. Du, Clara. Spezialeinheiten. Okay. Komm, ja. Okay.
ist im zweiten Stock. Ich empfange dort Bewegung. Okay, gracias. Die Mission, hä? Ja, aber lacht. Tja, komm mal rein. Nicht glotzen. Setzen. Danny, setz dich. Das ist eine ähnliche Geschichte, also Szene wie... Meine Mutter hat eine Regel. In Days Gone. Eine Lüge am Tisch. Also, lüge ich nicht. Ich habe akute Leukämie. Die Diagnose erhielt ich vor 13 Jahren. Doch da war dieser Arzt. Er versprach das, was wir alle so dringend wollen. Zeit. Doch das reichte nicht. Oder, Diego? Papa, ich will die Geschichte nicht hören. Ich brauchte mehr Sicherheit. Ironischerweise hasste ich Kinder. Aber Maria... Maria hatte so eine Art. Und hier sitzt du jetzt, Miro. Gesunde 13 Jahre alt. Und was passierte dann, Diego? Das Viviro wirkte nicht mehr. Wann? Vor 6 Monaten. Nima senti las condolencias. Keine Lügen an meinem Tisch! Ich werde sterben. Aber er... Er führt meine Vision fort. Nicht wahr? Wahrheit oder Lüge? Immer die Wahrheit. Du bist ein verdammtes Monster. Oh, ich glaube, das war die Wahrheit. Danny, sieh nur, wie mein Glühwürmchen tanzt. Als ich Clara schnappte, dachte ich, ich hätte gewonnen. Doch es brauchte... meinen Sohn, um mir zu zeigen, was direkt vor meinen Augen war. Du. Du bist Libertad. Ich bin nur eine Geri... Keine Lügen am Tisch! Du bist legendär, man erzählt schon Geschichten. Komm schon. Du bist ihre Hoffnung. Und jetzt wirst du zu meiner Hoffnung. Soll das ein Witz sein? Du raffst das einfach nicht. Ich sagte, du sollst gehen, das ist deine Schuld. Soll sie überleben, wirst du General in meiner Armee.
meine Danny Rojas! Warum bist du so besessen davon, uns zu spalten? Wahre Yarana, falsche Yarana, wir sind ein verficktes Yara! Lass uns unsere Zukunft selbst wählen. Du bist ein alter, sterbender Mann. Und du, armer Junge, wurdest von seiner Hetze indoktriniert. Keine Sicht auf Anton. Ich schalte den Jungen aus. Mit wem redest du? Ich schieße jetzt. Juan, nein! Diego! Komm, Diego! Los! Hab ich ihn, Danny? Na. Clara hat's erwischt! Nein, 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 nein! Sag was, Danny. Sie ist tot! Juan! Juan! Danny! Come mierdas! Deine gesamte Waffen und deine Geschosse sind jetzt verfügbar. Ja, ist doch offen. Sicher Antons Wille. Faglinger. Wieder nicht. Schade. Lauf. Lauf in Deckung. Lauf. Lauf in Quark. Komm, hält die doch. Hallo, reagier. Was Kontakt hier? Scheiße!
Ja, toll. Boah. Lauf, komm, lauf. Boah, das darf ich noch mal haben. Wie hast du da aushalten? Befreit. Du hast genug Blut vergossen, Danny. Castillo ist in die Hauptstadt geflohen. Die Insel ist sicher. Komm zu mir in den Hof. Was ist plötzlich? So schnell. Und deaktivieren. Heute kommt keine Verstärkung, ihr Säcke. Ja. Da ist er gerade. Was ist passiert, Danny? Es war nicht geplant, den Kleinen zu töten. Was kümmert dich irgendein reicher Mokoso in einem Schloss? Hältst du mich für so dumm? Dir geht es nicht um den Jungen. Du willst nicht, dass die Revolution endet. Wir hatten sie, Danny. Er war nicht Teil des Plans. Du bist genau, wie ich gesagt habe. Ein Junkie. Du kannst nicht aufhören. Genau wie ich. Ich bin nicht... wie du. Noch nicht. Klar, er ist tot. Aber wir haben den Adlerhorst. Von dort aus werden wir den Angriff auf die Hauptstadt starten. Wovon redest du da? Du weißt genau, wovon ich rede. Es ist klar, du bist Libertatsreffer. Entweder verziehst du dich jetzt, oder du führst uns zum Sieg. Es war nie geplant, den Kleinen zu töten. Wo willst du hin? Ich beende, was sie angefangen hat. Das wird Ruhe. Nimmst du Ruhe 83, kann ich. Clara träumte von diesem Moment. Als ich sie traf, wollte ich gerade verschwinden aus Yara. Aber sie hat mir gesagt, wofür wir kämpfen. Sie hat es richtig gut erklärt. Und mit euch zu kämpfen war klasse. Echt klasse. Ich pass auf euch auf, ihr auf mich, wisst ihr? Egal, ob ihr alt seid oder jung, das ist auch okay. Ich mag euch alle. Was ich eigentlich sagen will, ist, wir werden gewinnen.
Versprochen. Sag ich mich sammelt, Scheiße, hä? Das hast du echt nicht drauf. Ja. Danny, Clara war eine gute Anführerin. Aber wir sind nicht ohne Grund bei Libertad. Wir folgen dir, Jefa. Gut. Holen wir uns unser Land zurück. Danny. Viva Libertad. Viva Libertad. Leb dich, Danny. Wir helfen dir, Heldin. Du siehst beschissen aus. Als ob man in einen Spiegel guckt, was? Hol dich aus, Kumpel. Jetzt ist es geil. Bis morgen wieder die Legende. Tero de lo Leo Esperanza. Kommt da die Übertragung auch wieder? Oh nein. Senor Presidente, wir müssen an Ihre Sicherheit denken. Libertad umzingelt die Hauptstadt. Wir brauchen freien Blick auf den Sonnenaufgang. Von hier. Senor Presidente. Die Araner sollen von jeder Kreuzung den Horizont sehen können. Ich habe Boote vorbereitet. Brechen wir jetzt auf. Können wir Sie und Diego... Das ist der falsche Entwurf. Ich sagte Pereira, nicht Van Ellen. Verschandeln Sie Esperanza nicht mit Vaters Vorliebe für Art Deco. Ihr Auge ist unfehlbar, Senor Presidente. Senor Presidente, hören Sie, wenigstens der Junge sollte doch... Genug! Sehen Sie das nicht? Wieso sehen Sie das nicht? Sehen wir uns die Plaza noch einmal an. Etwas Modernistisches. Wie Genere. So. Okay. Dann mal los, Dani. So, das abgeschlossen. Löwengrube. Und Pünktka, okay, gibt der Revolutions Parät, Outfit hat es gegeben, Hut, okay, Kleider, Revolutions Weste, Verteil, da kostet den sicher eine Hose, und eine Handsche, Revolution, Nerdhandsche, Revolutions Hose, mhm, halt nur noch die Schuhe, gut, ja, Stiefel, okay, dann kann wir gerne seid ihr da hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mir ein Like, falls es gefallen hat. Lasst mir ein Abo da. Tschüss zusammen.